Ich bin der Verkaufsdirektor für die deutschsprachigen Märkte bei Innovacom. Das sind bei uns die deutschsprachige Schweiz, Österreich und auch Deutschland. Arbeite aus Paris heraus. Ich bin bei Future for Care, haben wir dort unser Pariser Büro mit. Und von dort haben wir uns zur Aufgabe gemacht, die Techniken, die Lösungen, die wir seit langen Jahren in Frankreich erfolgreich entwickelt haben, nach Deutschland zu bekommen. Und sind hier jetzt auch gerade auf der Bits & Pretzels Healthcare auf der Suche nach Partnern, auf der Suche nach, nach Kunden, denen wir mit unseren Lösungen mithelfen können. Ja, wir haben große Unterschiede im Gesundheitssystem, vor allem im Bereich Digitalisierung. Man kann durchaus sagen, dass Frankreich um Jahre voraus ist, was die Digitalisierung betrifft. Wir sehen das häufig, wenn wir mit Krankenhäusern über unsere Lösungen sprechen, dass oftmals noch mit Papier gearbeitet wird, man wirklich noch überhaupt nicht digital mit ist. Das Krankenhauszukunftsgesetz hier in Deutschland hat einen großen Anschub gebracht. Auf der anderen Seite ist es eine große Herausforderung für die Krankenhäuser, das auch jetzt in der Umsetzung mit zu stemmen und vor allem auch in den kommenden Jahren weiter zu finanzieren. Ich denke aber, dass das die richtige Richtung ist. Wir haben aber trotz allem weiterhin die Herausforderung, dass oftmals neue Systeme angeschafft werden, Lösungen da sind, aber sie nicht miteinander interoperabel sind. Und da sehen wir uns mit Innovacom als Helfer. Wir können wirklich auf allen Standards und Formaten arbeiten und dafür sorgen, über den Kommunikationsserver die Lösungen, die Akteure, die Benutzer miteinander zu verbinden, ohne immer nur über einzelne End-zu-End-Verbindungen gehen zu müssen. Ich habe bereits früher im Start-up-Bereich gearbeitet in Frankreich und es gibt unheimlich viele Möglichkeiten in Frankreich, bei denen Start-ups unterstützt mit werden. Unter anderem Coworking Space, unter anderem Future for Care. Das kann man sich wirklich in Paris so vorstellen, dass wir 4 Stockwerke haben, wo Startups aus dem Gesundheitsbereich täglich arbeiten, sich beim Kaffee mit treffen, beim Mittagessen mit austauschen. Da entsteht eine unheimliche Dynamik. Und das ist was uns, glaube ich, in Deutschland noch mit fehlt. Es fehlt Unterstützung für die Startups. Es fehlt die Möglichkeit, sich mit Corporate-Firmen zu verbinden. Und das ist genau das, was Future for Care mit anbietet, dass wirklich Startups auch in Kontakt mit den Corporates mitkommen. Das ist wichtig für die Corporates, weil Startups neue, innovative Ideen mitbringen und die Startups natürlich auf der anderen Seite Corporates brauchen, die Lösungen auch mit einsetzen können. Und ich bin jetzt besonders glücklich, dass Future for Care auch ein Büro in Deutschland eröffnen wird. Das macht meine Aufgabe viel, viel leichter, weil ich auch einen Anlaufpunkt mit habe, mich dann eben mit Akteuren aus der Gesundheitsbranche im Future for Care sozusagen zu Hause, nur in Berlin anstatt in Paris, zusammenzusetzen und zu treffen und einfach auch die Dynamik, die wir in Frankreich schon mit haben, mit rüberzunehmen nach Deutschland.